Also wie ihr gerade gesehen habt, habe ich bei meinem M140 ein paar Sachen kodieren lassen. Das ist auch das, was ihr gerade gesehen habt. Dieses M-Performance-Logo im iDrive-System. Denn davor stand, glaube ich, bin mir gar nicht sicher, ich glaube, da stand BMW. Und ich habe ein paar Sachen auf jeden Fall kodieren lassen. Ja, das erste, was ich eigentlich kodieren lassen habe, war das M-Performance-Logo im iDrive-System. Warte, setzen wir uns rein. Oh, und zwar genau hier. Wenn ich das Auto starte, dann erscheint hier einfach das M-Logo. Hier, wo jetzt Standlicht eingeschaltet steht, gibt es auch die Möglichkeit eigentlich, das M-Performance-Logo euch anzeigen zu lassen. Aber bei mir funktioniert es nicht. Da gibt es anscheinend eine große und kleine Tacho-Variante. Ich habe wahrscheinlich oder anscheinend die kleine und deswegen geht es nicht. Naja, ich hoffe nicht weiter so schlimm. Steht halt BMW drin, wenn ich das Auto anmache. Ja, das zweite, was ich eigentlich kodieren lassen habe, ist, wenn ich jetzt den Stand, ich mal kurz anschalte. Sind die Angel Eyes. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, die waren auf hell eingestellt und jetzt sind die auf sehr hell. Oder nein, die waren auf mittel eingestellt und jetzt sind die auf sehr hell. Macht nicht so viel aus, meiner Meinung nach. Aber habe ich einfach reinmachen lassen. Ich habe es nicht selber kodiert, ich bin zu jemandem hingefahren aus eBay. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Und ja. So, was habe ich noch kodieren lassen? So. Ich habe noch meinen Gurtstoffer weg kodieren lassen. Das liegt gar nicht daran, dass ich mich nicht anschnalle oder so. Ich schnalle mich grundsätzlich eigentlich immer an. Beim Beifahrer habe ich es auch drin gelassen. Es geht nur darum, wenn ich mal kurz einsteige oder wenn ich das Auto nur kurz umparke, dann piepst es die ganze Zeit. Das kann es einfach nicht sein und deswegen habe ich es auch rausmachen lassen. Ja, sonst, was war es noch? Ah ja, genau. Ich habe noch die Griffbeleuchtung einkodieren lassen, wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Sobald ich den Rückwärtsgang einlege, geht das Licht draußen an, am Griff. Gibt es meiner Meinung nach bei der Limo am meisten Sinn. Dann sieht man den Bordstein beim Einparken zum Beispiel. Naja, ist ganz geil. Sieht auf jeden Fall nachts geil aus. Und ja, das habe ich halt reinmachen lassen. Bei mir ist es halt, weil es nur ein Dreitürer ist, relativ unnötig, weil der Griff ungefähr in der Mitte vom Auto ist. Und beim Türtürer wäre das halt Griff auf jeden Fall noch weiter hinten gewesen. Ja, sonst, das war es eigentlich auch schon, was ich alles kodieren lassen habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace. Ah ja, genau, was mir gerade noch einfällt ist, ich habe noch eine Sache kodieren lassen. Und zwar, wenn ich das Auto ausgemacht habe und die Türe aufgemacht habe, hat sich das iDrive-System nicht ausgeschaltet. Sprich, die Musik und so ist weitergelaufen, bis ich das Auto zugeschlossen habe. Und es hat mir gar nicht gefallen. Und das konnte man auch ausmachen. Sprich, sobald die Fahrertür aufgeht, geht das iDrive-System aus. Das ist auf jeden Fall, also kann ich nur empfehlen. Und ich habe die Temperatur der Sitzheizung habe ich höher kodieren lassen. Ja, das war je nach Lehne und so. Gibt es da vier verschiedene Matten im Sitz. Ja, hat so 50 Grad, 53 Grad. Knallt auf jeden Fall sehr gut jetzt. Bin auf jeden Fall zufrieden damit. Und falls ihr noch jemanden kennt, der mir ein paar Sachen kodieren kann, ich möchte auf jeden Fall eine Sache kodiert haben. Und zwar, dass das Auto startet, ohne dass ich die Kupplung drücke. Sprich, wenn es hier im Leerlauf ist, ich habe einen manuellen Schalter. Ohne auf die Kupplung zu drücken, dass das Auto angeht, geht ja auch beim Automatik, ohne dass man auf die Bremse drückt, kann man auf jeden Fall einkodieren. Wenn ihr jemanden kennt, der das kann, der soll sich einfach bei mir melden und ich komme dann auch vorbei. Also in diesem Sinne, Peace Leute. Eins kann ich euch auf jeden Fall noch empfehlen, und zwar wenn ihr nicht die Ausstattung habt,
der induktiven Ladestation, die sich ungefähr hier befinden würde, glaube ich mal. Ich bin mir nicht sicher. Also hier vorne. Habe ich ein geiles Gadget auf jeden Fall. Ich hol's mal kurz raus. Das habe ich hier unter meine Armlehne reingelegt. Ist eine induktive Ladebox, lädt auch sehr schnell. Kann man hier einfach in den USB-Stick einstecken und das Handy drauflegen. Funktioniert echt top und ist besser im Endeffekt, als wenn euer Kabel hier ganze Zeit im Auto rumhängt. Und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Link ist unten in der Beschreibung. Peace. I'm headed to the bottom of the bottom.